Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast, der Podcast rund um deinen Erfolg als Artist. Heute zu Gast ist Gregor Seifert, er ist Mitbegründer des Labels Checkmate Kollektiv, welches zusammen mit Negativ OG bei Universal unterschrieb. Aber auch mit anderen Künstlern der New Wave wie Mako, Xavi Rin, Sin Davis, Young Vision oder Tilo hat er bereits zusammengearbeitet. Wir reden heute so ein bisschen darüber, was ein Label eigentlich alles macht, wann eine Zusammenarbeit mit einem Major-Label Sinn macht oder aber ab wann es sich doch vielleicht lohnen könnte, ein eigenes Label zu gründen, so wie das auch der gute Gregor gemacht hat. Es freut mich heute sehr, dass du am Start bist. Herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Bin gespannt, was so kommt. Und ja, lass uns reinstarten. Okay, Gregor. Zuallererst möchte ich erstmal ein wenig in deine Vergangenheit gehen, um herauszufinden, wie bist du eigentlich da gelandet, wo du heute stehst? Mit welchen Künstlern bist du selbst aufgewachsen? Also mit welcher Musik bist du, sage ich mal, sozialisiert worden? Und wie war dein beruflicher Werdegang, bevor du dich dazu entschieden hast, ein Label zu gründen? Soll ich einfach schon direkt drauf los antworten? Let's go, ja. Ich bin 1985 in Hameln geboren, das ist eine Kleinstadt bei Hannover, und bin dann dementsprechend dort auch aufgewachsen. Und wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, ich werde das auch viel gefragt in Interviews und so, ob ich heute meinen Traumjob mache. Und ja, nur dass ich mich damals, also mein 14-, 15-, 16-jähriges Ich hätte sich gar nicht gewagt, das zu äußern, dass es mein Traumjob ist, weil ich weiß nicht, wann du geboren bist, aber 95, okay, dann bist du 10 Jahre jünger, aber dann kennst du auch noch gerade so die Viva MTV-Zeit. Also das war halt so weit weg von einem, dass ich habe mich eben gerade, war ich bei einem Songwriting-Camp noch und habe mich mit Costa unterhalten. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Comedian, recht bekannter aus Frankfurt. Mhm. Der kommt auch aus Hameln, und da haben wir darüber sinniert, und dass ich halt eben mich das gar nicht gewagt hätte, das zu antworten. Der ist damals mit Xavier Naidoo und Moses P. War der Rapper, und ne, ich habe den heute das erste Mal persönlich gesehen, aber damals war in Hameln, war das unser Star, der einzige aus Hameln, der es geschafft hatte. Deshalb ausgiebig kurz erklärt, es hätte es einfach für unmöglich gehalten, das zu machen, was ich heute mache. Dementsprechend habe ich in Hameln, als ich 18 wurde und mit der Schule fertig war, hätte ich mich als Bankkaufmann beworben, weil in Hameln gibt es das BHW, und da hieß es ja, das ist ein solider Job. War dann aber sehr schnell auch sehr unglücklich da, hab das auch gerade nur so mit Ach und Krach hingekriegt, die Ausbildung. Und mit welcher Musik bin ich aufgewachsen? Ich habe damals viel R&B gehört, also so diese Bad Boy-Zeit. Ich meine, gerade mit der Diddy-Situation schlecht gealtert, aber die Musik war halt großartig. Also so 112, Genuine, ja, alles so aus diesem Camp, natürlich auch Biggie, Tupac, mit vor allem East Coast Rap aus den USA bin ich größtenteils aufgewachsen. Was habe ich vergessen zu beantworten? Das war es eigentlich gewesen. Okay. Ich wollte auch so ein bisschen darauf hinaus, dass du ja eigentlich auch irgendwie gar nicht aus dieser, sag ich mal, Musik- oder Medienbranche stammst und da auch eigentlich einen relativ untypischen Weg eingeschlagen hast. Ich zum Beispiel bin ja gelernter Mediengestalter. Ich dachte so, hey, komm, im Abi, was macht mir Spaß, so Beats produzieren, okay, machst irgendwie eine Ausbildung, bin dann beim Öffentlich-Rechtlichen gelandet, war da aber auch sehr unhappy, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, es ist irgendwie nicht ganz das, wo ich gerne hin möchte, und dann habe ich mich peu à peu über die Zeit dann dazu entschieden, halt was Eigenes zu machen, und das mache ich jetzt, bin halt noch nebenbei Teilzeit woanders am Arbeiten, aber ja, genau. Das ist immer sehr interessant, wo die Leute so herkommen und wie sie dann bei der Musik landen. Ja, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, du hast ja 2018 laut meiner Recherche dann Checkmate-Kollektiv gegründet, und ja, in einem Interview, ich glaube, das war mit Roos, hast du auch erzählt, dass es eigentlich durch Zufall beim Einkaufen so eine Begegnung war, wie du dann auf Sin Davis damals aufmerksam geworden bist, der mit Negativ OG den Song Scheine zählen gemacht hat. Genau, ich erinnere mich. Den habe ich damals auch entdeckt. Gut recherchiert, tatsächlich, ja.
Mhm. Ah, du bist damals auch 2018 auch auf den Song aufmerksam geworden? Auf jeden Fall. Ich hatte damals krass. Kontakt gehabt mit Sevi Rin tatsächlich zu der Zeit. Ich war mit Sevi Rin in so einer WhatsApp-Gruppe von vielen so paar Künstlern und Produzenten, die sich halt so connected hatten. Und bin, diese berühmte WhatsApp-Gruppe, ja. Da war kurzzeitig auch Felix, also negativ drinne. Ja. Der ist dann da irgendwann ausgestiegen, genau. Und da habe ich halt Sevi kennengelernt und habe den dann tatsächlich auch mal in München besucht und so. Damals noch in seinem Studio, was da in so einem Containerdorf war. Auf jeden Fall sehr verrückte Zeit. Wo dieses große Mandala hängt, ne? Genau. Ja. Genau. Da haben wir mal zusammen so ein bisschen Musik gemacht. Ist dann langfristig nichts draus geworden. Einfach auch wahrscheinlich, denke ich mal, aufgrund der Entfernung. Genau. Aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen und wie ist es auch dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, okay, lass mal hier ein Label gründen, also eine GbR. Ich als jemand, der jetzt beispielsweise ja keine Erfahrung auch hatte, wie gründet man eigentlich so ein eigenes Unternehmen? So, wo hast du so dieses Wissen hergehabt und wie bist du dann darauf gekommen, okay, wir gründen jetzt tatsächlich hier eine GbR und machen das Ding handfest? Also erstmal ist es ja so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich schon sehr genau, dass ich das mal machen möchte oder dass ich irgendwie da hin möchte, weil ich ja schon vorher etwaige Stationen hatte, wodurch die ich gemerkt habe, dass ich das gerne machen will. Und es hat so ein bisschen immer die Initialzündung gefehlt, dass ich irgendwas Handfestes habe, mit dem man durchstarten kann. Ich hatte vorher ein Magazin gegründet in der Region Braunschweig-Wolfsburg und habe dort die Cover-Story-Interviews gemacht, habe dadurch dann irgendwann Psycho Dino kennengelernt, den DJ von Crow, der selber auch Musik macht. Und die haben mich dann mitgenommen 2016 auf die MTV Unplugged Tour, wodurch ich halt ganz klar gemerkt habe, ey, das ist super geil, das will ich machen. Ich habe für die Musikvideos gemacht, etc. Aber ich habe mich immer gefühlt wie so ein Hangaround, als hätte ich mir das gar nicht verdient, da jetzt dabei zu sein. Und dann habe ich halt, wie gesagt, wie du das schon richtig recherchiert hast, beim Einkaufen meinen Kumpel Alex getroffen, mit dem ich heute zum Beispiel die Bunnies GmbH betreibe, also dieses CBD-Läden, die ich nebenbei noch mache. Und der hatte mir Scheine zählen gezeigt, weil der damals sich Geld dazu verdient hat, indem er bei der Hand war, Weed abgepackt hat. Und das hat Sin Davis auch gemacht. Dadurch hat er Sin Davis kennengelernt, hatte mir das gezeigt. Ich fand es direkt geil, habe die beiden angeschrieben. Die kamen eher aus der Region Braunschweig. Wir haben uns, das erste Mal hatte ich mich nur mit Dave alleine getroffen, also mit Sin Davis, und eine Woche später dann nochmal mit Negativ dazu, also zu dritt. Und das führte dann dazu, dass Negativ hat dann bei mir gepennt an dem Tag. Der hat noch in Bad Harzburg gewohnt. Und wir sind dann bei mir auf der Couch versackt und haben bis nachts um 5 gequatscht. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir ähnliche Visionen haben und dass wir was erreichen wollen. Und dann war halt klar, ich habe hier irgendwie einen Mitstreiter gefunden. Wir haben den gleichen Vibe, wir wollen beide durchstarten. Und 2 Wochen später haben wir eine GbR gegründet. Warum eine GbR? Einfach aus Ermangelung von 24.000 Euro für eine GmbH. Das Geld hatten wir nicht. Ich habe keine reichen Eltern und habe damals nicht über nennenswerte finanzielle Möglichkeiten verfügen können. Und ich hatte so ein Basiswissen für Firmengründen und so durch die vorangegangenen Unternehmungen. Also wenn du dich irgendwie selbstständig machst, dann sollte man sich damit auch schon eingehend befassen. Was gibt es für Unternehmensformen? Das ist jetzt auch alles nicht so kompliziert. Und dementsprechend hatte ich so ein Basiswissen schon und dachte, GbR gründen, 50 Euro, Startkapital, kein Problem. Wir haben dann die GbR gegründet und dann hatte man ein juristisches Vehikel. Also du brauchst ja irgendwie eine juristische Person, über die du Rechnungen laufen lassen kannst, etc. Wirkt auch einfach professioneller und hat auch eine Menge Vorteile. Und das war dann so ein bisschen der Grund und auch die Initialzündung, mit der wir dann angefangen haben. Wir haben dann 1,5 Jahre später, nachdem wir den Universal Deal gemacht haben, wo dann über 1 Million reinkam, hatten wir dann genug Geld, da eine GmbH draus zu machen. So lange war es aber erstmal eine GbR. Ist relativ simpel, kann jeder, der auch nicht wirklich Kohle hat, sich auf diese Art und Weise selbstständig machen. Yes, sag doch nochmal kurz, das konnte ich leider jetzt auf die Schnelle da nicht so recherchieren, aber wie viele Leute wart ihr am Anfang? Also eine GbR ist ja mit einem Gesellschaftervertrag und da sind ja immer mehrere Leute involviert. Also wer war sozusagen, wer waren die Leute, die dann da von Anfang an dabei waren? Also die Gründer waren eigentlich Skinny, Felix und ich, also Negativ, Skinny und ich.
Und später, ein, zwei Monate später, habe ich dann irgendwann Vincent überreden können, der heute immer noch mein Geschäftspartner ist, mit dem ich zum Beispiel die Arctic GmbH betreibe, aber auch andere Sachen mache. Und den wollte ich unbedingt dabei haben, den habe ich dann überzeugt. Und ich war sehr idealistisch, ne, zu der Zeit. Ich wollte halt so meine Freunde und müssen alle beteiligt sein. Und letzten Endes war die Gesellschafterstruktur so, dass Tim Davis, Negativ OG, Skinny Boy, Vincent und ich jeweils Anteile an der Checkmate GbR hatten. Wobei man sagen muss, dass Vincent, Skinny und ich die Hauptgesellschafter waren. Wir haben halt am meisten auch gearbeitet. Wir haben dann am meisten auch Geld und andere Dinge mit eingebracht. Und es zeichnete sich über die Zeit auch recht schnell ab, dass Tim Davis und Negativ schon eher Künstler sein wollen und an dem Unternehmerischen dahinter nicht so sehr interessiert sind. Mhm. Was mich interessieren würde, hast du das da zu der Zeit ja wahrscheinlich, weil du gesagt hast, finanzielle Mittel waren nicht da, also alles nebenberuflich gemacht, neben dem 40- genau. oder 32-Stunden-Job oder was hast du gemacht in der Zeit? Ich habe zu der Zeit war ich noch, nachdem das Berufsmagazin pleite gegangen war, hatte ich noch eine Zeit lang erst bei der Ware Mode GmbH gearbeitet. Das ist ein Handelsunternehmen, die betreiben Jack & Jones und Vero Moda Filialen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und habe für die Service Management gemacht. Habe dann da irgendwann aufgehört und habe dann Anfang 2017 bei der Braunschweiger Zeitung angefangen. In der Funke Mediengruppe habe dort Projektmanagement für ein Projekt, das hieß damals Raketenstart, und Anzeigenverkauf gemacht. Mhm. Und das war auch ein ganz cooler Job. Flexible Zeiteinteilung, verkaufen liebt mir eh. Ich habe da ganz gutes Geld auch verdient. Und habe das bis Ende, bis Herbst 2019 habe ich Checkmate noch nebenberuflich gemacht, also das ganze erste Jahr eigentlich, weil am Anfang haben wir damit ja nicht wirklich Geld verdient. Also das Geld, was reinkam, was jetzt auch überschaubar war, das haben wir reinvestiert und da war nichts mit, wir können uns da irgendwie Geld auszahlen. Das ist auch das, was ich sehr bemängel heutzutage an jungen Leuten, die, wenn sie nicht sofort Geld verdienen mit etwas, das für schlecht erachten. Viele verstehen einfach nicht, denn wenn du was nachhaltig Großes aufbauen willst und nicht irgendwie schon Investoren hast, was ja auch immer sagen, ja, was soll ich denn machen? Ich habe keine Investoren, so ein Blödsinn hatten wir auch nicht. Und wir haben auch seitdem im zweistelligen Millionenbereich Umsätze gemacht mit 0 Euro Startkapital. Das geht alles, wenn man es nur will. Und das bemänge ich eben, dass die Leute nicht bereit sind zu hustlen und auch nebenbei mal was über einen längeren Zeitraum zu machen, ohne davon sofort finanziell zu profitieren. Wir haben das halt schon relativ lange, ich habe auch von Anfang an zu allen gesagt, Leute, wenn wir das wollen, dann muss euch klar sein, also ne, ich habe jetzt die Gesellschafter genannt, wir waren ja noch viel mehr, wir haben einmal die Woche ein Meeting gemacht, immer sonntags, da waren die drei Smacks-Mädels, also Smilla, Laura und Alicia, da war Sevi, wenn er denn in Braunschweig war, sonst telefonisch zugeschaltet, Smokey, Gordon, Jasper, also die ganze Checkmate-Gang, ne, das waren schon so 15 Leute, die waren immer sonntags beim Meeting mit dabei. Und ich habe zu allen gesagt, wir werden hier alle erst Geld verdienen, wenn der Durchbruch da ist. Und solange hat hier keiner finanziell was von uns. Es haben alle mitgezogen. Aber wir haben unser Versprechen auch wahrgemacht. Nachdem das Geld dann kam, haben wir auch alle eingestellt bei Checkmate oder eben Vorschüsse an die Künstlerin rausgegeben. Die waren natürlich unterschiedlich hoch, ne? Wir konnten da jetzt nicht den Kommunismus durchziehen und alles an jeden gleichermaßen verteilen. Das wäre auch ungerecht gewesen. Aber wir haben es wahrgemacht. Ja, also auf jeden Fall krasser Einblick und auch krass war, was du gesagt hast, von wegen, dass man am Anfang viel Zeit investieren muss. Also ich selbst habe halt auch alles, was ich hier irgendwie mir aufgebaut habe, das ist halt einfach so Akustik, Equipment und so. Ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, so ich habe selber halt dafür gearbeitet in einem ganz normalen 40-Stunden-die-Woche-Job und habe jeden einzelnen Cent halt genommen und habe dann dafür halt auch zurückgesteckt. Ne? So, ich habe dann halt gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt halt keine neue PlayStation 5 oder was weiß ich oder einen neuen Fernseher, sondern ich investiere das halt lieber so in mein Business und hustle da halt. Und das heißt halt auch mal eben auf Zeit auch mit Freunden zu verzichten und dann halt am Wochenende sich hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen, Beats zu produzieren, einen Song zu machen, ne? Alle diese Sachen, die halt eben nun mal dazugehören. Fand ich auf jeden Fall ein starkes Statement und würde ich auch so unterschreiben. Gerade die Musikbranche ist da, glaube ich, nicht die dankbarste, was den finanziellen Erfolg angeht. Also meistens ist ja so, man macht sehr, sehr lange Zeit etwas mit sehr wenig bis gar kein Geld. Und dann, wenn man halt Glück hat und lang genug und hart daran gearbeitet hat und dann den Durchbruch hat, dann kommt eigentlich erst so der finanzielle Erfolg. Genau, dann würde mich
noch interessieren, wie wichtig war deiner Meinung nach die Veranstaltungsreihe Gefangen in rückblickend für euren Erfolg als Checkmate? Und wie kam die Idee dazu? Das kam ja so, also wer war da so der Initiator? Also Initiator waren wir alle, weil wir hatten uns damals, als wir uns gegründet hatten als Kollektiv, uns natürlich überlegt, okay, was können wir machen? Also am Anfang, wenn du kein Geld hast und nicht bekannt bist, dann sind deine Möglichkeiten ja erstmal überschaubar. Und was ist naheliegender, als zu sagen, ey, wir machen hier in unserer Heimatstadt, machen wir eine Veranstaltungsreihe. Und ich hatte damals schon ganz gute Connections zu der Strauß-Lemke-Gruppe. Das ist in Braunschweig sind das Tim und Olli, die sind so Hauptbetreiber der Diskotheken in Braunschweig. Und wir hatten allgemein in der Stadt so ein paar Leute, die wir halt angeschnorrt haben, auch um Gefallen. Ne? Die haben uns zum Beispiel zu sehr günstigen Konditionen ihre Räumlichkeiten da zur Verfügung gestellt. Und wir konnten in der Hanfbar und verschiedenen anderen Örtlichkeiten, also Läden von Bekannten von uns, die Tickets verkaufen. Also bei der ersten Veranstaltung haben wir tatsächlich einfach in Läden Hard-Tickets verkauft, ohne irgendwie Eventim oder sowas. Und wie wichtig war Gefangenen 3.8? Ich glaube, enorm wichtig, rückblickend betrachtet, weil daraus ja dann irgendwann Gefangenen Tour entstanden ist. Und die Tour war maßgeblich wichtig für den Erfolg des Ganzen. Zumal Gefangenen 3.8, das gab es ja eigentlich nur zweimal. Aber gerade bei der zweiten Ausgabe ist es zurückwirkend gesehen aberwitzig, wenn man überlegt, wer da gemeinsam auf der Bühne stand, wer da auch im Publikum war. Weil die zweite Ausgabe im Grunde genommen waren da 60-70% der später wichtigen Player in der New Wave in einem Raum als Gäste, aber auch auf der Bühne. Und ich meine, was heute vielen nicht bewusst ist, damals standen Jim Kalle mit einem Negativ OG zusammen auf der Bühne, die haben zusammen performt. Wissen heute viele nicht mehr. Edo Saya, im Publikum waren Thilo und etwaige andere. Und das war ein bisschen eine Initialzündung für das, was später kam dann. Und ja, ist, glaube ich, auch für alle, die dabei waren, krass, dass man da dabei gewesen ist. Es war für mich auch total magisch. Es hat auch uns natürlich enorm motiviert zu sehen, ey, da sind 350 Leute, die das so feiern, dass da den ganzen Abend durchgehend Moshpits sind. Und es war einfach geil. Es war eine Initialzündung. Und ja, so zu sehen, dass es funktioniert und dass sich da was bildet irgendwie, dass der das... Also ich habe mal mich lange mit Debo und Roos und verschiedenen anderen alten Hasen unterhalten, die schon lange in der Musikindustrie sind, die mir gesagt haben, oder auch mit Falk Schacht, der zu mir gesagt hat, ihr habt im Grunde genommen das wiederholt, was wir Ende der 80er, Anfang der 90er gemacht haben. Mit so einer kleinen Veranstaltung habt ihr dann etwas losgetreten, was dann später zu einer ganzen Welle wurde. Dass das eine Wiederholung dessen war, was es schon mal so ähnlich gab. Und das hat mich dann auch gerührt und geehrt, sowas von solchen Leuten zu hören. Und ja, deshalb war das, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte der New Wave. Auf jeden Fall. Ich denke auch, das hat halt so eine ganze neue Ära losgetreten und auch viele der Leute, die halt heute Musik machen, einfach geprägt. So, das hört man auch gerade, wenn man so wie ich ab und zu mal mit Leuten zusammenarbeitet, für die Tracks abmischt, dann merkt man das auch klar, ganz krass, wo der Einfluss herkommt. Warst du da auch dabei damals? Ich war leider nicht dabei, einfach aufgrund der örtlichen Entfernung. Ich wohne ja hier in Frankfurt-Oder. Mhm. Aber tatsächlich, witzigerweise, die Schwester von Edo Saya, die hat hier studiert. Krass. Da ist ja ein Freund von mir, der sehr großer Edo Saya-Fan zu der Zeit war und der halt auch sehr sich hat von der Musik inspirieren lassen, den mal random bei uns auf der Straße getroffen. Ne? Erwartet man halt nicht, hier in so einem 60.000 Einwohner-Kaff. Yes, Felix, aka Negativ OG, war ja auch einer der Künstler, die damals halt wirklich so einen Style gemacht haben, der so irgendwie in Deutschland so gut wie gar nicht vertreten war. So dieses ja. Trappige und so weiter. Meine Frage ist, inwieweit denkst du, ist es halt wichtig, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und so eine Positionierung? Glaubst du, das ist auch der Grund, warum viele Nachwuchskünstler langfristig gesehen keinen Erfolg haben? Boah, das ist schwer zu beantworten. Du kannst natürlich schon etwas machen, was es gibt und das einfach sehr viel besser machen. So dass du trotzdem damit deinen Erfolg hast. Aber für Felix und explizit für uns war es natürlich schon enorm wichtig, dass wir was Neues gemacht haben. Ich habe das auch gemerkt, die Fans, die wir hatten, die waren nicht
Fans von was anderem vorher, sondern die fanden nur das geil. Es war was Neues. Und es hat mir natürlich auch einen enormen Vorteil verschafft, weil gerade die ersten zwei Jahre habe ich mich gefühlt, dass ich so neben Jan Rode der einzige Manager in diesem Bereich bin und dass das von allen anderen Aspekten der Musikindustrie eher belächelt wurde, diese Branche, diese Szene. Und dass dementsprechend mir dieses ganze Spielfeld überlassen wurde. Und das hat mir natürlich einen enormen Vorteil verschafft, dass ich diese ganzen kreativen Köpfe um mich scharen konnte. Und später, als dann der Erfolg kam, hatte ich natürlich auch den Vertrauensvorteil, weil ich habe jeden Tag mit den Leuten gechillt, an die anderen nicht mal rankamen. Also die keine Chance hatten, über Messages oder sonst irgendwas an diese Künstler ranzukommen. Das hat mir natürlich auch einen enormen Vorteil verschafft. Also Alleinstellungsmerkmal kann schon sehr wichtig sein, kann einen großen Vorteil mit sich bringen, ist aber nicht kriegsentscheidend. Okay. Am Anfang kamen ja auch zu jeder Single gefühlt Musikvideos, meistens von Mint Rocket zu der Zeit. Ja. Wie wichtig würdest du sagen, waren diese Musikvideos damals für den Erfolg? Und sind Musikvideos enorm heute wichtig. Immer noch so wichtig? Enorm wichtig, weil es ja auch prägend war, also stilprägend. Wir hatten ja eine klare rote Linie drin. Mint Rocket war ja ein Teil von Checkmate, gab es aber schon vor Checkmate, wurde dann praktisch von Checkmate geschluckt, weil Dominik Kolb und Skinny, die Mint Rocket gemacht haben, die sind ja dann beide Mitarbeiter von Checkmate geworden, Skinny auch Mitgesellschafter. Und mit Skinny arbeite ich heute noch zusammen, mit Colby auch. Colby ist gerade auf der Makro-Tour mit unterwegs und macht dort Licht- und Tontechnik. Und Skinny administriert unseren Verlag und macht noch andere Sachen bei uns. Wissen viele nicht. Die super Jungs. Und Mint Rocket ist ja schnell zu einer Marke auch geworden. Und wir haben ja nicht nur für Checkmate die Videos gemacht, sondern für Lelano und für Edusaya und was weiß ich, wen alles noch. Und das hat so ein bisschen diese Wave auch geformt, der so ein bisschen eine CGI gegeben und so weiter und so fort. Das war schon sehr wichtig. Die Wichtigkeit in Musikvideos hat enorm nachgelassen. Es war schon zu der Zeit so, wo wir angefangen haben, dass die Klicks deutlich runtergingen. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben nie Klicks oder Streams gekauft, nicht ein einziges Mal. Und zu der Zeit hat die alte Generation von Deutschrap, die haben ja alle ohne Ausnahme Streams gekauft. Und deshalb gab es immer so einen ganz klaren Unterschied in den Klickzahlen bei YouTube. Zu unseren Videos und denen von den anderen, weil die anderen halt alle Klicks und Streams gekauft hatten. Also aus der New Wave hat nie jemand Streams gekauft, also auch BHZ oder so, die haben das ja auch nie gemacht. Aber die älteren Generationen eben. Und deshalb sah das immer so aus, als wären die neueren Sachen nicht so erfolgreich. Und das hat sich jetzt aber heute gegeben, weil heute kauft ja niemand mehr Streams, weil es inzwischen alle gecheckt haben. Also zumindest mein Wissensstand. Musikvideos haben nachgelassen, vor allem durch TikTok. Die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute ist nicht mehr so hoch und die Leute gucken halt eher auf TikTok und so. Was ich schade finde, weil ich Musikvideos für eine unglaublich wichtige und tolle Kunstform halte. Ja, im Roos-Interview vor anderthalb Jahren habt ihr auch über eine Mikro-Influencer-Kampagne auf TikTok gesprochen. Dass das so jetzt eher so ein Ding ist. Und zwar ging es da um die Kampagne von Tilo bei Sehnsucht und habe ich Wunderkids aufgeschnappt. Ist das auch was, was man anderen Künstlern empfehlen kann, Independent Artists, zu sagen, hey, probiert's mal zum Beispiel mit Mikro-Influencer-Marketing oder was sind so Sachen, wo du sagen würdest, Künstler, die heute irgendwie ihre Sachen bewerben wollen, macht das genau. Also das ist schwer zu beantworten. Also erstmal ist das sehr schnelllebig gerade. Also das, was vor eineinhalb Jahren galt, gilt heute so nicht mehr. Das verändert sich enorm schnell. Zu der Zeit konnte man das so ein bisschen wie so eine kleine Wunderwaffe einsetzen. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich sage, das ist ganz gefährlich, wenn man jetzt jungen KünstlerInnen das empfehlen würde. Die Gefahr, Geld zu verschwenden, ist sehr hoch. Wenn man das nicht mit Sinn und Verstand macht, sondern einfach nur Geld in die Hand nimmt, zu einer Agentur gibt, und da was einbucht, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass dein Geld weg ist. Und du kannst da mit 300-400 Euro nichts erreichen. Da brauchst du unter 3.000-4.000 Euro nicht drüber nachdenken. Eher mehr. Und gerade als Newcomer, wenn du jetzt nicht wieder reiche Eltern oder Geldgeber oder so hast, ist das verdammt viel Geld. Und wenn das einfach weg ist, ohne spürbaren Return to Invest, dann ist das bitter.
Ja. Das solltest du nur machen, wenn du einen guten Draht zu der Agentur hast, eine verdammt gute Kampagne zusammen dir überlegst, die auch eine Storyline hat oder du dir genau überlegst, was soll da passieren, ein gutes Briefing und so weiter und so fort. Da musst du schon in der Materie sein. Sonst macht es keinen Sinn. Es ist sehr schwierig, das zu beantworten. Also, was ich klar sagen kann, du musst auf TikTok aktiv sein. Wenn du selbst nicht bist als Künstlerin, dann musst du andere Wege finden, wie du dort aktiv bist. Also sprich, dass andere dort etwas mit deinem Sound, mit deinem was ich machen. Aber du musst dort stattfinden, ob du es selbst tust oder über Umwege. Stattfinden musst du. Wenn du dir die letzten Top 3 Hits der letzten 2 Jahre anschaust, dann ist da nicht einer dabei, der nicht auch einen TikTok-Hype hatte oder dort stattfand. Gibt es nicht. Ohne Diskussion gibt es nicht. Das sind Fakten. Und deshalb, du musst dort stattfinden und der Weg, wie du dort stattfindest oder was der nächste Trick ist, das weiß ich einfach hier nicht. Das wird sich wieder ergeben und entweder ist man mit dabei und schafft es, einen Weg zu finden und dann hat man noch einen spürbaren Erfolg oder halt nicht. Okay, auf jeden Fall sehr cool deine Antwort, dass du halt auch sagst, hey hier, wenn du Newcomer bist, verbrenne ich dein Geld mit Werbeanzeigen, sehe ich auch so, gerade wenn man halt da keine Ahnung hat, dann wird man damit nicht viel erreichen und es gibt halt auch sehr viele halt diese Agenturen, die irgendwie gefühlt wie Pilze aus dem Boden sprießen, die halt sagen, hey, hier kommt zu uns, wir machen euch erfolgreich, dies, das und mit unseriösen meiner Meinung nach Versprechen halt locken, ist auf jeden Fall auch eben cool. Mal viele ziehen da noch ab, also viele haben da auch das Prinzip, keine Ahnung, die nehmen 15.000 Euro für eine Kampagne und die gehen dann zu einer Managementagentur und buchen dafür 7.500 Euro eine Kampagne ein und nehmen sich 7.500 Euro als Gebühr, um die Kampagne eingebucht zu haben. So verpufft das Geld und du hast halt kaum noch eine Effizienz, weil dann hat das Management nochmal Gebühren. Bis dann der Content Creator Geld kriegt, dann hast du im Endeffekt eine Kampagne, die 5.000 Euro wert hat, für 15.000 eingekauft. Das ist halt Wahnsinn. Ja, also ist, ich denke auch, und das ist auch das, was ich immer wieder auch öfter predige auf Social Media, dass die Leute halt selbst Content machen müssen, gerade auch für, sag ich mal, Rapper, die jetzt 25 plus sind, denen fällt es halt immer besonders schwer, weil die halt so ein bisschen da raus sind aus diesem ganzen Game. Hier auf dem Kanal auf jeden Fall gibt's auch immer mal wieder hilfreiche Tipps. Also, wenn du den Podcast gerade hörst und an der Stelle noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Als nächstes würde ich gerne noch mal ein bisschen über die Arbeit als Manager an sich reden. Also, mich würde interessieren, welche Aufgaben gehören überhaupt konkret zu der Arbeit eines Managers? Ich habe da in einem Interview auch rausgehört, so ein Stichwort wie viel Good Management. Also wo fängt es an und wo hört es auf? Das ist ganz schwer zu beantworten, zumal ich habe ja nun viele geschätzte Kollegen und die arbeiten alle sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die wirklich das nur Business halten und wirklich nur die klare Definition von Management übernehmen. Das spricht Rechnungen schreiben für die KünstlerInnen, mit den Künstlern einmal die Woche ein Meeting oder ein Telefonat halten, mit denen Strategie planen, mit den Labels sprechen, Deals verhandeln, vielleicht mal zum Auftritt mitkommen und da hört es dann aber für die Leute auch schon auf. Ich arbeite da schon sehr anders, weil ich mit den KünstlerInnen, mit denen ich arbeite, in 100% der Fälle auch sehr eng befreundet bin. Das heißt, ich nehme auch durchaus teil im Privatleben dieser Personen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Das heißt auch, wenn es den privat schlecht gibt, dass man eben auch ein Freund ist, der zuhört, der für die Person da ist. Es geht, je nachdem, wie verteilt oder nicht verteilt die Künstler sind, kümmere ich mich um deren Krankenversicherungsprobleme. Wenn die eine Wohnung brauchen, dann helfe ich beim Wohnungssuchen. Ich helfe beim Umzug. Das sind aber keine Sachen, die ich allen empfehlen würde, das so zu machen, weil das natürlich, da musst du auch Bock drauf haben, ne? Das sollte man nicht machen so aus Pflichtbewusstsein, sondern ich mach's, weil ich das auch möchte, weil das sind meine Freunde und die machen das auch für mich. Deshalb, ich bin vielleicht jetzt nicht so das beste Beispiel, weil das doch schon ungewöhnlich ist. Ich hatte auch schon Künstler mit Drogenproblemen, hab dann die Leute in den Entzug gebracht, hab dann geschaut, die davon fernzuhalten von dem Thema. Also das geht von bis und das ist schwer zu beantworten. Aber Management ist im Grunde genommen ja, du musst dafür sorgen, dass dein Künstler erfolgreich wird. Jetzt ist der Manager nicht die Person, die auf den Knopf drückt und dann wird der Künstler erfolgreich, sondern du musst dich mit dem Künstler auseinandersetzen. Schauen, wann releasen wir was, warum releasen wir das, was bauen wir für ein Marketing darum, was können wir machen, damit das noch mehr Leute mitkriegen, welche Moves ziehen wir als nächstes.
und. Also sich gemeinsam, also wie, als würdest du eine Firma gründen und du mit deinem Geschäftspartner zusammen überlegst, wie machen wir diese Firma erfolgreich. Das ist eine ganz gute Analogie, dass man sich gemeinsam Gedanken macht und Schlachtplan schmiedet und diesen dann eben auch umsetzt. Und das Management sollte den Künstler freischaffen von diesen ganzen Nebenkriegsschauplätzen, weil KünstlerInnen sollten sich ja vorrangig um die Kreativität, um die Musik kümmern. Und wenn die jetzt noch ständig in Business-Meetings sitzen und Rechnungen schreiben und hast du nicht gesehen machen, dann wirst du auch immer wieder aus dem kreativen Prozess rausgerissen und viele haben da auch keinen Bock drauf. So, und das ist der Part, den du dann als Management einnimmst. Und ich mache so, dass ich versuche, meine KünstlerInnen noch so gut es geht immer mit einzubeziehen. Ich möchte, dass die über alles Bescheid wissen. Mit wem habe ich wann über was gesprochen, um welche Summen geht es, weil das schafft Vertrauen und diese Transparenz sorgt auch dafür, dass kein Misstrauen entsteht, dass die sich fragen, steckt er sich da Gelder in die Tasche etc. Das halte ich auch für ganz wichtig. Es gibt auch Managements, die Künstler ganz von sowas fernhalten. Ich halte das für keine gute Idee. Ich finde, Künstler sollten immer transparent wissen, was passiert, um wie viel Geld geht es etc. Aber das ist, wie du merkst, sehr komplex und lässt sich nicht hier in 2-3 Sätzen beantworten. Okay, also kann man auch sagen, das finde ich auch ganz interessant eigentlich an deinem Werdegang. Du kommst ja aus dem Bankkaufmann, also sage ich mal schon so eher aus dem Finanzwesenbereich. Du sagst, du hast auch im Verkauf gearbeitet, im Vertrieb, du kennst dich da gut aus. Aber natürlich auch solche Dinge wie halt Sympathie und Menschenkenntnis spielen eine große Rolle. Also absolut. Könnte man schon sagen, ein Manager ist eigentlich jemand und auch Musik, ne? Also du hast ja gesagt, du warst mit Psycho Dino auf der Crow MTV Unplugged Tour am Start gewesen, dass halt alle diese Dinge halt irgendwo zusammenlaufen und man von allem eigentlich ein bisschen Ahnung haben muss und der Vermittler ist. Ja, das hast du ganz gut beschrieben gerade. Ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall das mal auch geklärt. Wir wissen auch, welche Fähigkeiten man braucht als Manager. Und wie unterscheidet man jetzt einen guten von einem schlechten Manager? Also es gibt ja bestimmt auch viele schwarze Schafe in der Branche. Was würdest du sagen als Künstler, als Tipp, wonach sollte man da schauen? Was sind so Red Flags? Also ein ganz guter Tipp ist, wenn ein Manager mit dir anfängt zu arbeiten und ihr habt euch gerade erst kennengelernt und diese Person will sofort auf Teufel komm raus, dass du einen Vertrag unterschreibst. Komisches Signal. Ich mache das immer so, dass ich mindestens 2 Wochen eher länger eine Probephase mit Künstlern mache, auch um mich selbst zu schützen, weil sonst committe ich mich jetzt einem Künstler gegenüber, wo ich merke, der ist eigentlich ein Arschloch oder ich habe gar keinen Bock auf den. Das mache ich auch ein bisschen aus Selbstschutz, aber damit der Künstler sich auch an mich gewöhnen kann. Und dass man so checkt, vibet man miteinander und dann so langsam irgendwann erst aufs Thema Vertrag hinläuft. Aber es ist auch okay, wenn Leute direkt einen Vertrag wollen. Ich sag nur, es ist ein bisschen merkwürdig so. Aber wenn dann diese Person komisch wird, wenn du Zeit haben willst, um drüber nachzudenken und den Vertrag einem Anwalt zeigen willst und diese Person dir das übel nimmt oder das doof findet, das ist eine klare Red Flag, wo du das erste Mal stark hellhörig werden solltest, weil aus meiner Sicht gibt es nicht viele Gründe, warum diese Person das doof finden könnte, dass du einen Anwalt einschalten willst. Gibt meiner Meinung nach nur den, dass diese Person weiß, dass in dem Vertrag Dinge drin stehen, wo der Anwalt sagen wird, Vorsicht, das ist nicht gut. Und das ist ein Punkt, mit so einer Person will ich nicht arbeiten, die sowas macht. Es gibt viele Red Flags. Ich habe auch ganz, ganz viel Scheiße erlebt, leider. Zum Beispiel der Künstler Luis, der ja auch einer meiner besten Freunde ist, den ich persönlich auch manage, den habe ich übernommen. Der hatte vorher einen anderen Manager, Namen nenne ich jetzt mal hier nicht, aber ich werde jetzt nächste Woche auch eine neue Folge Fly Like Talk aufnehmen, wo ich die gesamte Story, also die ich mit Luis und ich machen die zusammen und wo wir mal unsere gesamte Story erzählen, da werde ich mal ein bisschen mehr hier auf das Thema eingehen, aber sei es kurz gesagt, ich musste da erstmal ein halbes Jahr aufräumen, was für ein Trümmerfeld der vorherige Manager hinterlassen hatte, der sich zu Unrecht bereichert hatte an dem Luis, der im Namen von Luis Verträge abgesagt hat, von denen Luis nichts wusste, wo es um mehrere 100.000 Euro ging, Bookings abgesagt, von denen Luis nichts wusste und gesagt, er wäre noch nicht so weit, ihn nie mit einbezogen hat, immer über seinen Rücken hinweg entschieden hat, Vertriebsdeals abgeschlossen hat, von denen Luis nichts wusste, Vorschüsse bekommen hatte, von denen Luis nichts wusste und. Also ganz übel. Und diesen ganzen Trümmerhaufen musste ich dann aufräumen und dann erstmal rausfinden, was ist denn da überhaupt alles gelaufen. Und sowas habe ich leider Gottes sehr, sehr oft erlebt. Also auch an KünstlerInnen oder welche, die es noch werden wollen, seid sau vorsichtig. Künstler-Management-Beziehung ist eine enorm wichtige und sensible Beziehung.
Und es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, ja, Management braucht man nicht. Also hört euch mal um, es wird schon irgendwie Gründe geben, dass es keinen erfolgreichen Künstler ohne Management gibt. Also mir würde nur ein einziger einfallen tatsächlich gerade. Das ist Marvin Gaye und der ist aber selber so guter Manager, dass er das selber halt auch macht einfach. Ansonsten kenne ich nicht einen und es gibt Gründe dafür. Trotzdem sollte man sehr vorsichtig sein, wen man da an sich ranlässt, weil das ist eine enorm sensible Beziehung, eine sehr wichtige. Also du hast ja teilweise, hast du mehr mit dem Künstler zu tun, als der Künstler seine Freundin oder die besten Freunde oder so sieht. Und da sollte man sich schon genau überlegen, wer das ist. Ja. Und auch ganz wichtig, es gibt auch sehr erfolgreiche Manager, die wirklich gut sind, die dann dein Management übernehmen. Aber wenn diese Person jetzt schon 8 Top-Künstler managt, dann solltest du dir immer die Frage stellen, wie viel Zeit hat diese Person denn eigentlich für mich dann noch? Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das hattest du auch mal in einem anderen Interview gesagt. Das fand ich auch eine sehr, sehr passende Beschreibung für die ganze Sache. Es ist halt wie ein mittelständisches Unternehmen, weil auch Umsätze gemacht werden wie in einem mittelständischen Unternehmen. Und in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet selten nur eine einzelne Person. Und ab einem gewissen Punkt braucht man einfach Leute. Ich meine, das ist ja ganz normal. Das fängt damit an, jeder, vielleicht auch Solo-Selbstständige, sucht sich irgendwann einen Steuerberater. Und man fängt halt an, nach und nach Aufgaben abzugeben. Und ich glaube, das ist auch wirklich kriegsentscheidend. Ja, genau. Das ist absolut so. Auf jeden Fall auch danke für deine ausführliche Einschätzung mit den Managern. Auch das mit dem, dass zum Beispiel erfolgreiche Manager eben dann den Nachteil haben könnten, dass sie sich weniger um einen kümmern. Und dann würde mich jetzt nochmal eine Frage vorweg interessieren, die ich jetzt mal vorwegnehme, weil die hat nämlich ein Freund bzw. ein Zuhörer in dem Fall gestellt. Und zwar wollte der wissen, wie kommt so ein Management zustande? Geht man als Manager auf die Künstler zu oder ist es umgedreht oder beides? Kann man das nicht so sagen? Kann man nicht so sagen, gibt beides. Also es ist ja auch immer so ein bisschen situationsbedingt. Wenn du jetzt gerade anfängst, fängst mit Management und da jetzt noch keinen Namen dir gemacht hast, warum sollte irgendwer auf dich zugehen? So, gerade in der Situation macht es halt Sinn, so wie ich das auch gemacht habe, sich Künstler zu suchen, die du cool findest, in denen du Potenzial siehst, die aber selber noch am Anfang sind und mit denen gemeinsam zu wachsen. Wenn du jetzt aber schon größere Erfolge hattest, dann kommen ja irgendwann automatisch Künstler auf dich zu, die dann auch oft den Irrglauben anheim gefallen sind, dass sie nur dich als Manager brauchen und dann werden sie schon erfolgreich, was ja auch Quatsch ist. Ich habe auch noch nie jemanden erfolgreich gemacht. Vielleicht gemeinsam mit der Person dafür gesorgt, dass wir gemeinsam erfolgreich werden. Aber ich habe keine magischen Fähigkeiten, dass ich jetzt einfach irgendwie meinen Geheimplan aus der Schublade hole und dann geht's richtig ab. Also klar, ne, konnte ich meinen Beitrag zu leisten, dass ich zum Beispiel auch Thilo und Mixo McLeod oder Mako und Mixo McLeod zusammengebracht habe und wusste schon, dass daraus was Großes entstehen würde. Natürlich wusste ich jetzt vorher nicht, dass da Sehnsucht oder ein Nachtzwerg da rauskommen würde. Aber um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen, es gibt nicht diese einfache Antwort. Also heutzutage schreibt mir ja fast jeden Tag irgendwer, ob ich ihn managen kann. Darauf gehe ich aber wenig ein. Ich muss eine Person persönlich kennenlernen und die muss mich persönlich catchen, dass ich da sage, ey, die will ich managen. Momentan bin ich aber eh voll. Ich kann kein einziges weiteres Projekt aufnehmen. Ja, also da gibt es nicht diese eine Situation, wie das entsteht, sondern das kann auf allen möglichen Wegen passieren. Okay, also es ergibt sich mehr oder weniger. Ich hatte hier noch als Frage, was man als Künstler vielleicht machen könnte, wenn man so sagt, so okay, man merkt, man könnte ein Team gebrauchen, wobei das auch immer auch manchmal gefährlich sein kann, weil manche Künstler denken auch, ja, sie gehen jetzt zu irgendjemandem hin, der dann so mäßig die Arbeit für ihn macht, so wie du ja auch schon erläutert hast gerade, das funktioniert so natürlich nicht. Der Künstler muss hauptsächlich die Arbeit alleine machen. Aber wie könnte man da rangehen als Künstler, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt halt gerne mit anderen Leuten kollaborieren? Gibt es da so einen Tipp, den du hast? Also einmal ist es so, dass man sich umschauen sollte, also Videos, Podcasts hören oder bei Instagram gucken, wen gibt's denn da so, wer macht irgendwie was, anschauen, wen finde ich denn eigentlich ganz charismatisch, mit wem könnte ich mir vorstellen, mit dieser Person zu arbeiten und mit dieser Person irgendwie ins Gespräch kommen und irgendwann mal die Frage stellen, ey, Bock zusammenzuarbeiten, wollen wir uns nicht mal treffen? Oder man schaut sich in seinem persönlichen Umfeld um und überlegt sich, wer hat denn Potenzial?
vielleicht meinen Kumpel Basti, der hat doch eigentlich das Talent, das checkt er selber noch nicht, und den vielleicht fragen. Und so wie wir vielleicht aus dem eigenen Umfeld heraus erstmal ein Team aufbauen, besser kann ich es gerade auch echt irgendwie nicht beantworten. Mich würde als abschließendes Thema zu diesem Ganzen, was macht ein Manager, interessieren, wonach wird ein Manager bezahlt? Ist es provisionsbasiert, ist es prozentbasiert, ist es unterschiedlich oder ist es eigentlich immer relativ ähnlich? Es gibt eigentlich eine Faustformel und die ist 20%. Also als Management in der Musikindustrie bekommst du 20% von den Einnahmen der Künstler, und zwar vor Abzug der Kosten, nicht nach Abzug der Kosten. Sprich, wenn du einen Deal machst mit den, also du arbeitest lange auf einen Deal hin und jetzt hat der Künstler es geschafft, mit dir gemeinsam den Durchbruch, und Universal kommt und sagt, hier, let's go, 1 Million. Dann bekommst du als Management 200.000 Euro von dieser, also 20%. Und jetzt, weil, ne, und deshalb, um die Frage zu beantworten, diese 1 Million, da kommen ja Steuern drauf, und von dieser 1 Million müssen Beats und Musikvideos, und hast du nicht gesehen, nein, 20% vor Abzug der Kosten, 800.000 bleiben dem Künstler, und davon muss der Künstler dann noch Steuern, etc., kann aber die 200.000, die der Manager in dem Fall bekommen hat, also das kriegst du ja nicht einfach so überwiesen, sondern musst du eine Rechnung stellen, und diese Rechnung kannst du auch wieder voll absetzen, aber das ist der grundsätzliche Deal. Es gibt manche Managements, die nehmen zwar 25%, das finde ich ein bisschen happig. Und bei besonders großen Künstlern sagen dann Künstler auch mal, ey, hör mal, mein Junge, hier, ich bringe hier im Jahr ein paar hunderttausend Euro, können wir nicht mal reden. Und dann gibt's auch manchmal so Künstler-Management-Verhältnisse, wo das dann mal auf 15% irgendwie runtergeht, weil der Künstler so große Umsätze macht, dass es dann irgendwann sonst ein bisschen doll ist. Aber das ist so die goldene Regel. Es gibt manchmal ein bisschen dubiose andere Systeme, aber wenn jemand ein anderes System als diese 20%, also sagt, keine Ahnung, ich mache mit dir einen Deal und schreibt sich in Masterrechte rein oder sonst was, dann würde ich immer sehr hellhörig werden und vorsichtig werden. Heißt nicht, dass das per se schlecht sein muss, aber in der Regel ist, wenn jemand abweicht von diesem vorherrschenden Modell, dass das meistens eher Sass ist und meistens Vorsicht angebracht ist. Okay, kommen wir als nächstes mal zu dem Thema Major Label. Ab wann macht heutzutage ein Vertrag beim Major Sinn für einen Künstler? Oh, das kannst du nicht pauschal beantworten. Also es gibt nicht diese, es macht ab dann Sinn, und es ist sehr situationsbedingt. Das ist eine absolute Typenfrage, auch was für eine Art Deal. Es gibt ja einen Bandübernahmevertrag bis hin zum Vertriebsdeal, und das ist sehr, sehr individuell zu betrachten. Es gibt KünstlerInnen, die sind schon sehr weit und machen sogar immer noch einen Bandübernahmevertrag, wo die 70-80% abgeben. Das ist eine komplette Frage, wie bist du individuell drauf? Was sind deine Ansprüche? Wo willst du hin? Also wenn du zum Beispiel eine Künstlerin bist, die jetzt keinen Bock hat, sich um die ganzen Abrechnungen zu kümmern, und du möchtest eigentlich nur Kunst machen und dein Label soll den ganzen Rest übernehmen, und du bist da auch, hast dich selbst erforscht, hast festgestellt, du bist da auch einfach nicht die Person für, selbst dich um alles Mögliche zu kümmern, dann ist Bandübernahmevertrag tatsächlich ein gutes Modell für dich. Das ganze finanzielle Risiko trägt das Label. Die müssen Musikvideos planen, bezahlen, organisieren. Die müssen sich überall mit einbringen, die ganzen Sachen bezahlen. Dafür gibt es aber auch 70-80% deiner Einnahmen ab. Ganze Risiko, ganzen Kosten etc. liegt dafür beim Label. Und die müssen auch enorm viel in enorm vielen Bereichen mitarbeiten und machen dann auch sehr viel. Ein Vertriebsdeal ist dann eher für ein Running System. Also zum Beispiel ein Künstler wie Mako, der bräuchte, wenn er jetzt einen Deal machen würde, ist gerade independent, weil der braucht auch keinen Deal. Aber sagen wir mal, wir würden jetzt für den Deal machen. Der weiß ja selber aber alles Bescheid. Der weiß genau, was der wann wie haben möchte. Der kennt seine eigene, weiß, wie das aussehen soll am Ende. Der weiß, mit wem er arbeiten will. Der kann sehr gut mit Geld haushalten. Das ist ein Running System, da braucht der gar keinen Input von einem Label. Und für den würde ich dann eher einen Vertriebsdeal empfehlen, wo man so wenig Prozente wie möglich abgibt, am besten gar keinen Vorschuss nehmen, weil braucht der gar nicht, weil der selber schon sehr viel Geld hat. Also wenn du das Geld nicht brauchst, dann nimm auch keinen Vorschuss. Also ein Vorschuss ist dann gut, wenn du entweder so viel Vorschuss angeboten bekommst, dass du gar nicht verlieren kannst, das heißt selbst im Erfolgsfall im Absoluten, und gerade mal das einspielst, was dir angeboten wurde, oder du einfach das Kapital gerade nicht hast, was du brauchst, um das machen zu können, was du machen möchtest.
dann ist ein Forster super sinnvoll. Oder du willst sogar eine Kreativzelle aufbauen oder ein eigenes Label und du nimmst noch Geld für, um das Label aufzubauen. Auch dann super sinnvoll, einen Vorschuss zu nehmen. Also das war damals der Case beim Checkmate-Deal. Wir haben etwas über 1 Million bekommen und davon waren mehrere 100.000 für den Aufbau von Checkmate. So, und das war natürlich lebensverändernd für uns. Wir konnten sofort ein Büro anmieten, Leute einstellen, Gehälter bezahlen, Firmenwagen und. Und wir konnten viel geilere Musikvideos drehen, uns eine Blackmagic kaufen, Drohnen kaufen, Rechner kaufen und einfach die Qualität dessen, des Produktes damit steigern. Und wir konnten mit Planungssicherheit eine Firma gründen. So, und deshalb war ein Vorschuss in dem Fall total sinnvoll. Und um deine Frage nochmal, die Ursprungsfrage zu beantworten, das ist situationsabhängig. Wenn du finanziellen Druck hast und jetzt kriegst du ein Angebot vom Major, dass du auf einmal nicht mehr arbeiten musst und dich auf deine Kunst konzentrieren kannst, dann ist es aus dem Grund sinnvoll. Oder du merkst, dass das Label voll Feuer und Flamme ist für dich und die wollen wirklich unbedingt mit dir arbeiten und werden sich voll reinhängen. Das kannst du zwar nie final wissen vorher, aber wenn du schon sehr stark den Eindruck hast und dich oft mit denen getroffen hast, dann macht es schon deshalb Sinn, weil die vielleicht so viel Power in dich reinstecken, dass es deine Karriere boostet. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist so nice to have und nimm dir ein ganz nettes Angebot hingelegt, dann wart doch erstmal ab. Es kommen, wenn dir einer ein Angebot macht, dann kommen auch noch weitere irgendwann. Vielleicht nicht morgen, aber übermorgen vielleicht. Und das musst du dir halt genau angucken, mit einem Team, was du hoffentlich hast, dir genau Gedanken machen. Ich weiß noch, als wir angefangen haben zu dealen, damals bei Checkmate, haben wir das erste Angebot von Universal war 250.000 und alle weinten nach dem Termin, alle lagen sich schon in den Armen und meinten, ey, Digga, 250.000, lass das machen. Und ich meinte so, ey Leute, lass mal nicht machen, überleg doch mal, davon müssen wir Steuern bezahlen. Du willst dir eine dicke Uhr holen, du willst ein Auto haben, wir wollen Musikvideos, das machen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie schnell 250.000 weg sind? Vor allem bei den ganzen Leuten. Ja. So. Und dann zum Glück haben wir lange weitergedealt und im Endeffekt haben wir das Vierfache gekriegt. Und ja, es gibt aber auch Künstler, die sich mit einem Deal ihre Karriere kaputt machen. Also das ist nicht leicht zu beantworten und immer sehr, sehr individuell zu betrachten. Okay, zum Thema individuelle Betrachtungsweisen und so weiter. Du hattest es ja vorhin schon kurz angeteasert, Leute. Checkt es auf jeden Fall mal ab, den Podcast vom guten Gregor. Ich werde den auch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall nochmal verlinken. Da gibt es sehr, 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 sehr viele Insights. Ich glaube, für jeden Nachwuchskünstler da draußen auf jeden Fall die richtige Adresse, um da mal irgendwie reinzuhören, um viele Dinge zu erfahren, wie es denn eigentlich so abläuft. Weil ich glaube, Da gibt es halt sehr, 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 sehr viel, was man da noch erfahren kann. Und ich glaube, da könnten wir jetzt hier noch eine Stunde und länger reden. Ich will das Thema aber auch gar nicht sprengen. Ich würde es hier einfach mal abschließen. Schaut da bzw. hört da vorbei bei dem Podcast und lass uns als nächstes mal darauf eingehen, wie man als Nachwuchskünstler am besten heutzutage Geld verdienen kann. Streaming-Einnahmen sind ja bei den meisten Nachwuchskünstlern so gering, dass sie kaum die Produktionskosten damit decken können. Was ist denn der effektivste Weg, deiner Meinung nach, als Independent-Artist aktuell Geld zu verdienen? Anschaffen gehen. Nein, Spaß. Ja, es gibt natürlich verschiedene. Also das ist jetzt nichts, was ich promoten möchte. Und auch nichts, was ich empfehlen würde. Es gibt tatsächlich einige, die ticken, um damit irgendwie das Geld zu verdienen. Ich empfehle das nicht, weil das Risiko, dass du dann dein Leben versaust, ist viel zu hoch. Ich empfehle das wirklich nicht. Es gibt aber einige, die das machen. Es gibt Leute, die, so wie ich das gemacht haben, erstmal einen Nebenjob machen so lange oder einen Hauptjob machen und das noch nebenbei machen. Es gibt alle möglichen Varianten, aber erstmal als Künstler, du kannst natürlich wenn du Beats produzierst, die gut über Beatstars verkaufen, du kannst Mix und Master nebenbei machen und damit Geld verdienen, mit Live-Auftritten, du kannst, wenn du eine Community hast, die schon Merch kaufen, kleine Merch-Drops machen, du kannst mit TikTok Geld verdienen, mit Werbedeals kannst du Geld verdienen, du kannst mit Publishing Geld verdienen, mit Songwriting kannst du Geld verdienen. Du kannst mit, es gibt so viele Möglichkeiten, du musst dich halt reinhängen, dir Gedanken machen, dich schlau machen, dich ganz viel mit der Thematik auseinandersetzen und dir werden jede Menge Möglichkeiten über den Weg laufen und du wirst halt deinen Weg finden. Man muss nur machen, also mich regen immer diese Leute auf, die dann so rumsitzen und sagen,
ja, es kommt ja kein Major-Label und uns unterstützt ja keiner, dann denke ich mir, ja, du Penner, hängst auf mir rum und wartest, dass irgendwer kommt und dir die gebratene Taube in den Mund schiebt. Aber das wird nicht passieren. Entweder schaffst du es selber, in die Gänge zu kommen und was zu reißen, oder du wirst halt ein Penner bleiben. So, und das, es gibt die Möglichkeiten und genug davon. Und ich sehe so viele Hustler, die hart am Hustlen sind und dann auch weiterkommen. Bei dem einen dauert es so lange und bei dem anderen so lange. Aber auch die Geduld ist ja, weil die fangen an mit Rappen und wenn die nicht spätestens ein halbes Jahr später eine Nummer 1-Hit haben, dann sind die frustriert und enttäuscht. Wo ich mir denke, Bro, also wie lost muss man denn sein, allen Ernstes zu denken, dass du jetzt anfängst und sofort damit erfolgreich wirst. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Die wenigsten Leute sind sehr schnell dann erfolgreich, die allerwenigsten. Und auch das ist nicht immer gut. Das ist eine Riesenlast, die dann auf einem liegt, die sofort instant erfolgreich werden. Dann wirst du immer an diesem Erfolg gemessen. Und das ist auch eine super beschissene Drucksituation, in der man dann ist. Weil alles, was danach nicht an diesen ersten Erfolg anknüpft, ist dann sofort ein Fail. Also ein gutes Beispiel, Kid Capri, von dem ich eine Menge halte. Ein super Typ, super Künstler. So, sein erster Song war, wie hieß er nochmal gleich? Ich komme gerade nicht drauf. Mit dem Herz. Heartbroken oder so. Ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, ihr wisst, was ich nicht meine. Der ist so dope, der Song. Und sein erster Release und dann, wenn so alles, was danach kam, so, ist dann natürlich schwierig. Und wenn das nicht sofort gleich wieder so erfolgreich ist, der hustelt natürlich jetzt hat er sich einigermaßen etabliert, aber ist dann natürlich super hart von da an dann, ne? Mosaik ist der Song, sehe ich gerade. 1,9 Millionen Aufrufe vor 2 Jahren bei YouTube. So, wenn das dein erster Song ist, den du droppst, oder der zweite war das in dem Fall, glaube ich, dann ist das natürlich, hängt die Benchmark natürlich entsprechend hoch dann, ne? Ja, also bei Sevi zum Beispiel finde ich es ein krasses Beispiel. Ich habe den ja damals besucht und so und habe halt gesehen, wie halt so seine Worth Ethic war. Der hat ja da wirklich in diesem Schiffscontainer in München, wo gefühlt selbst dieser eine Schiffscontainer 10 Quadratmeter 400 Euro oder was Miete gekostet hat. Und der hat es halt wirklich nicht einfach gehabt, aber der hat sich halt da reingehangen. Der ist da halt jeden Tag, jede freie Minute einfach hingegangen und hat sich da an sein Mikrofon gestellt. Der hatte kein krasses Mikrofon, kein gar nichts gehabt, außer halt einfach so Bock, was zu machen und hat es halt sehr, sehr, sehr lange Zeit durchgezogen, bis es auch bei ihm, sage ich mal, einigermaßen lief. Ich würde sagen, Sevi ist heute immer noch nicht so einer der krassesten Künstler, also immer noch sehr underrated in Deutschland, aber er ist seinen Weg gegangen und auch bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich seitdem ich 15 bin, Beats mache oder eigentlich schon davor. Und ich bin jetzt fast 30, ich werde nächstes Jahr 30 und ich habe jetzt immer noch kein Nummer 1-Hit in Deutschland oder so gehabt, aber ich sehe trotzdem den Fortschritt und ich bin halt einfach geduldig und weiß, irgendwann werde auch ich meinen Platz in dieser ganzen Szene finden, wo ich halt sage so, hey, jetzt bin ich ja endlich mal angekommen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt auch nicht unglücklich mit dem, wie es ist, weil es ist einfach der Prozess. So was du gesagt hast, dass viele Künstler mal viel zu früh aufgeben und das hinschmeißen, zu 100% unterschreibe ich so. Es gibt halt einfach eine viel zu krasse Erwartungshaltung bei den meisten, die einfach viel zu ungeduldig sind. Und da sage ich den meisten Leuten auch immer so, hey, es ist auch nicht verkehrt, wenn du sagst, Musik ist für dich halt nur ein Hobby und du machst es halt irgendwie, keine Ahnung, deine 2 Tracks im Jahr für deine 5 Kumpels so und die feiern dich halt extrem dafür. Das ist halt auch cool, macht es so, wenn du happy bist und wenn du vielleicht irgendwo anders deinen Platz gefunden hast, wenn du einen Job hast, der dir einigermaßen Spaß macht. Ich finde, daran ist auch absolut nichts verwerflich. Aber wenn du zum Beispiel wirklich das willst und das durchziehst, dann machst du das halt. Dann hustlst du und dann wirst du halt auch irgendwann an den Punkt kommen. Erstmal, das Ganze sollte ja doch am Ende eine Leidenschaft sein und nicht. Weil die Leute, die immer so ungeduldig sind, das sind halt auch Leute, die einem, die, wenn sie ehrlich sind, vor allem reich und berühmt sein wollen. Und das ist auch eh schon mal der falsche Ansatz irgendwie. Und eine Sache noch, die wichtig ist oder mir auch wichtig ist, Sevi, der hat meinen dicksten Respekt verdient. Der ist inzwischen, ist der nüchtern, also komplett clean, hat auch keine Kippen mehr, nix mehr, ist schlank geworden und lebt sehr gesund, geht wandern. Der hat richtig einen, so selbst gefunden. Wir sind heute immer noch Freunde, auch wenn wir uns nicht oft sehen oder hören, aber wir sind noch Freunde, was auch nicht normal ist nach all der Zeit. Und was viele ihm nicht geben, ist, Sevis Bedeutung in der New Wave oder auch für die neue Generation ist so viel größer, als die meisten wissen.
Und Sevi hat so viele Talente entdeckt und auch ich habe Künstler über Sevi entdeckt. Also Tilo haben wir durch Sevi entdeckt, etc. Sevi ist so krass eigentlich. Er hat auch Jen Kalle hat er mega früh auch auf dem Schirm gehabt und so, ne? Also alles. Ja, wir haben Jen Kalle auch durch Sevi entdeckt. Also der war ja, bevor der dann bei Beste war, war der erst bei uns, ne? Der war ja auch immer in Braunschweig und so. Ja, was ist der deiner Meinung nach größte Denkfehler bei Musikern oder Künstlern, wenn es ums Geldverdienen geht? Also erstmal ist der größte Denkfehler, den viele machen, ist, dass sie das Geld, was reinkommt, erstmal als ihr Geld sehen alles und so sagen, wie, jetzt muss ich davon ja noch den Lichtmann zahlen oder Mix und Master. Also so, die müssen verstehen, dass sie sich als eine Unternehmung, als eine Firma verstehen und dass nicht alles, was reinkommt, deren Geld ist. Klar, rechtlich erstmal schon, aber die dürfen es so nicht betrachten. Das, was ihr Geld ist, das, was am Ende überbleibt, nachdem sie alle Leute bezahlt haben. Und es herrscht immer diese Meinung vor, ja, Künstler müssen fair bezahlt werden. Und ganz oft kommt genau von diesen Künstlern, die sowas sprechen, also sagen, die sind dann selber diejenigen, die Beatproduzenten, Mixmaster Engineers, Managements etc. unfair behandeln und schlecht bezahlen und nicht checken, dass sie selbst das sind, was sie selber verurteilen. Und zwar rachgierige Leute, die alle anderen ausbeuten. Das passiert nämlich heutzutage auch ganz oft umgekehrt. Klar gibt es immer noch diese Managements und Labels, die Künstler knechten und ausbeuten. Gibt's aber auch andersrum. Und das ist ein großer Denkfehler zu denken, dass alles, was oben reinkommt, auch gleich deren Geld ist. Also gab's auch schon bei Tourvorbereitungen, dann hat man ausgerechnet, wir verkaufen so und so viel Tickets, so und so viel Geld kommt rein und die rechnen sich dann schon reif und sagen, wow, hier kommen ja 300.000 Euro rein und dann muss man denen immer wieder erklären, ey, von diesen Ticketeinnahmen musst du noch die Venue bezahlen, deinen Tourbus und dann sagen die, hä, wieso soll ich denn den Tourbus bezahlen? Sag ich, ja, wer soll das denn sonst bezahlen? Soll die Booking-Agentur dir das bezahlen und dir das Schenken da drauf bezahlen, dass wir so dankbar sein dürfen, mit dir eine Tour zu machen? Also das müssen die Leute verstehen, dass das eine Unternehmung ist und ne, das ist ja genauso das Geld, was jetzt bei, keine Ahnung, bei Dr. Oetker, wenn die eine Pizza bei Edeka verkaufen für 3,99 €, dann ist das ja nicht das Geld, was, dann haben die nicht 3,90 € Gewinn gemacht, sondern davon muss ja auch die Materialkosten, die Werke, die Angestellten und so müssen sich Künstler eigentlich auch verstehen, wenn sie professionell sind. Ja, was ich als Frage noch als nächstes habe, als vorletzte Frage, wie sollte man als Künstler rangehen bei der Erstellung von Merchandise oder ab wann würdest du sagen, lohnt sich das überhaupt? Es gibt ja da so Möglichkeiten, das Ganze über Print-on-Demand-Anbieter zu machen, da ist wahrscheinlich aber die Qualität und auch die Individualität nicht so hoch. Wenn du es selber machst, dann musst du es irgendwo lagern oder Siebdruck, wo die Qualität besser ist, brauchst du eine Mindestauflage und so weiter. Hast du da einen Tipp für Nachwuchskünstler, die sagen, hey, ich will jetzt mein eigenes Merch machen? Gut mit der Sache auseinandersetzen und das knüpft an das Thema an. Die machen sich das auch zu leicht. Die rechnen sich aus, das T-Shirt kostet 4 € in der Produktion, ich verkaufe es für 15. Ja, habe ich 11 € Gewinn. Das ist Quatsch. Die vergessen Versandkosten, es muss irgendwer verpacken. Du musst die gesamte Wertschöpfungskette die einmal niederschreiben und dir genau ausrechnen, was du für Kosten hast und was du für Einnahmen hast. Weil wir haben auch hemdsärmlich angefangen. Wir haben am Anfang bei Checkmate auch gesagt, wir machen alles selbst und haben dann ganz lange selber Merch gemacht und haben uns da auch schnell oft verkalkuliert. Dann bist du übermütig, bestellst zu viel. Wir hatten eine Zeit lang 40.000 € in Merch angebunden, die da irgendwie im Büro rumlagen, die dann aber nicht mehr weggehen, weil wir zu viel bestellt hatten und vor allem auch von Produkten, die nicht so gut ankamen. Und da musst du dich wirklich von Profis beraten lassen und nicht so blauäugig rangehen. Das ist schwieriger, als man denkt. Geh erstmal langsam ran, mach erstmal nur kleine Stückzahlen, erstmal 50 T-Shirts gucken, wie die laufen, taste dich langsam ran. Aber Merch kann ich allen empfehlen, so früh wie möglich. Also ab einem Moment, wo sie merken, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Habe ich genug Fans? Gibt es genug Leute, die es kaufen wollen? Und wenn du aber weißt, es gibt 50 Leute, die das kaufen würden, dann probier's. Rock dich ran, fang frühzeitig mit an, setz dich damit auseinander, lies dir genug zu durch, unterhalte dich mit Leuten, die da mehr Ahnung von haben als du selbst. Aber
zu viel Wissen geht da nicht, eher zu wenig. Und du kannst viel Fehler machen, die kann man vermeiden, indem man sich mit Profis unterhält, mit Profis arbeitet und vielleicht nicht alles selber alleine machen wollen, weil, wie gesagt, sonst hast du irgendwann wie wir da ein paar hundert Hoodies im Büro rumliegen, die nicht weggehen. Ich habe immer noch irgendwo 3 Kisten mit Checkmate-Schals rumliegen. Die werden wir jetzt irgendwie an Obdachlose spenden, haben wir letzten Winter auch schon gemacht, weil wir werden keine paar hundert Schals mehr, Checkmate-Schals verkaufen. So, das Ding ist halt durch. Und die verteilen wir jetzt an Obdachlose. Also wenn ihr Obdachlose in Berlin mit einem Checkmate-Schal sehen solltet, dann ist der wie so. Sehr cool, also coole Aktion. Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Hast du denn noch irgendwas, was du an dieser Stelle hier gerne loswerden möchtest? Ja, ich wollte erstmal sagen, es ist ein ziemlich cooler Podcast. Auch interessante, ja, sehr neugierig, was du sonst so machst. Können wir uns ja die Tage vielleicht nochmal unterhalten. Aber cool, dass du das machst hier. Ich unterstütze das sehr gerne. Ich werde auch mal die anderen Folgen dir anhören. Sehr und gerne. Ja, danke, dass ich hier teilnehmen durfte. Okay, willst du noch irgendwelche Links loswerden oder wo Leute dich erreichen können, wenn sie dich erreichen wollen? Ja, bei Instagram mir schreiben, ich antworte in der Regel eigentlich so, solange ich es irgendwie zeitlich packe, fast immer. Und wenn die Leute höflich und angenehm sind und nicht irgendeinen Scheiß schreiben. Und ich habe mit Drogen und so nichts zu tun, deshalb, also bis heute gibt's manchmal so ein paar Hängengebliebene, die mir schreiben, ey, ich habe mir eine Senni gepoppt und sich denken, dass sie da ein Lob kriegen. Gibt's kein Lob von mir, feiere ich nicht. Unterstütze ich auch nicht sowas. Und ansonsten schaut euch gerne Flylight Talk rein. Nächste Woche, also heute in einer Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast hier rauskommt, aber heute ist der 29., glaube ich. Und heute wird in einer schon Woche draußen sein. Dann wird er schon draußen, also deine Folge wird schon draußen sein auf jeden Fall. Also hört euch die nochmal rückblickend an. Ich werde jetzt hier oben nochmal in der Infokarte verlinken, beziehungsweise ich verlinke euch die direkt hier an der Seite. In der Mitte könnt ihr den Kanal abonnieren und hier auf der anderen Seite seht ihr nochmal das letzte beatmaking.de Podcast Interview. Dann bedanke ich mich an alle, die es bis hierher angehört haben, fürs Zuhören. Bis dann, ciao. Macht's gut, bis bald und ciao. Adios.